So. Ich, hä, was ist das hier? F? Oh. Oh Gott, es, sie ist es wieder. Es ist wieder sie. Oh Gott, oh, oh, oh. Entschuldigung, Bilder machen mich aggressiv. Where is my car? Hallo, hallo, Priesterin Doc Ferratu. Ich muss you was trinken. Get enough of me, Doc Ferratu. Why are you still here? I'd love to finally get a real fight, but I'm here on a different order. Caring for the casino. Sounds like they demoted you. You got that right. That right. You know, I could have a talk with your boss, but she's avoiding me for some reason. Lose some money and she'll come here herself to thank you. Those are the rules here. Was? Ich soll Geld verlieren? Play at the Casino 0 von 500? Was? Ich soll im Casino spielen? Ganz ehrlich, das kann ich mit meinem Gott nicht vereinbaren. Das geht nicht. Was ist das? Oh Where Gott. Das... Oh, wie soll ich denn... Nee, das... What? Look at yourself. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man verliert, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Yeah. Oh. Da ist Gold. Nehme ich auch nochmal mit. Okay, warte. Da geht's nicht durch. Okay. Ich würde sagen, bevor wir Geld verlieren, investieren wir erstmal ein bisschen was in unsere Zukunft, ja? Ich gehe gleich wieder zum Casino, aber ich muss erstmal kurz eine Sache klarstellen. Das ist wichtig für mich. So. Warte. Moment. Leute, ihr glaubt doch nicht, dass ich meine Gewinne jetzt nicht erstmal einchecken gehe, oder? Oh Gott. Ich gehe doch jetzt meine Gewinne erstmal einchecken. Was ist denn mit euch? You fell that ride. Oh. No evidence that Bark knew about the earth. This is your end. At war with Satan. You got what you deserved. Whoopsie. Whoopsie. So, da drüben ist ja Schlägerei. Ah, wir müssen leider, wir müssen unseren Leuten helfen. Sag mal, hörst du mal auf? So, weiter geht's. Okay. Wir müssen 500 Gold, also wir müssen 500 Geld verlieren, ne? War das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Wir sollen Geld verlieren, dann kommt die Chefin, um uns zu danken. Und jetzt haben wir 12.000. Okay. Wir gucken gleich mal. Bevor wir verlieren, würde ich kurz eben... Ich gehe mal kurz hier herein, mal gucken. Ja, ich würde mein Geld, also das Geld, das wir gewonnen haben gerade, das wir fair und ehrlich gewonnen haben, würde ich gerne mal kurz investieren. Zum Beispiel hier, hier, hier und hier. Was? Jack Vulgator? Was ist das denn? Oh, die sehen auch lecker aus hier. Hm. Wir haben noch, wir haben immer noch 10k. Hm. Kann ich hier noch irgendwas kaufen? Ach, für die Kirche vielleicht noch ein bisschen. Ja, hier, hier ist ausverkauft. Keine Supplements mehr. Holiness ist voll. Die Holiness ist voll. Wir können nichts anderes mehr kaufen. Oh, das ist ein Hammer. Cool. Dann würde ich sagen, Speaker's Kit, Projector Kit, Attic Renovation, Staircase Renovation. Why buy cheap? So expensive. Ich kaufe mal kurz das. Ich kaufe mal kurz, die 800er kaufe ich mal kurz, ja? Lava Lamp. Weißt du was? Nehme ich auch noch mit. Dann haben wir nur noch. Oh. Ja, gut, ein paar sind noch übrig, aber ich glaube, wenn das weiter so geht. Wenn wir im Casino wieder ein bisschen Glück haben.
Ne? So. Ganze Kohle, die wir gewonnen haben, direkt auf den Kopf gehauen. Es ist gerade Monatsanfang und wir sind schon wieder pleite. Was willst du machen? So. Also ein bisschen was ist noch zu tun in der Kirche, aber jetzt steigt gleich erstmal die Glaubensrate wieder. So. Warte. Eine Sekunde. Ja, la, 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 la. In nomino patris amen pipapo. Automat spendet schon, ich glaube auch. Der größte Spender der Kirche ist einfach der Slot-Automat. Renovieren geht über studieren. So, keine Ahnung, was da verbessert wird. Ich würde gerne die Räume sehen, nicht diesen komischen Laser. So, weiter geht's. Hast du die Automaten manipuliert? Nee. Die sind einfach, die Automaten hier sind sehr... Du verdienst aber eine Menge direkt. So. So. Ist mal ein schönes Bild hier bei der Renovation. Ich würde gerne was sehen. Okay. Aber die Kirche ist fast größtenteils... Guck mal, da ist nicht mehr so viel. Die ist fast grün. Wir haben die fast durch. Und ich wünschte, ich könnte hier hochgehen. Aber leider nein. Okay, dann lass mal kurz gucken. Oh, ist das jetzt hier endlich heile? Doch, ist heile. Ach, hier sind die Bilder, die wir gefunden haben. Was? Ist das der Typ, der gerade das eigene Spiel spielt? Und hier? Oh. Oh, ist das schön. Die ganzen Bildchen, die wir so finden. Oh. Und der Turm ist heile. Der Turm ist renoviert. Wow. Also ganz ehrlich. Da will man direkt bläten gehen. Da will man bläten gehen. Dann kann ich nochmal ganz kurz eben auf der Kirchenorgel spielen. Let's go. A good vampire appeared in the village, and then the bad one appeared. Ah, schön. Oh, hier sind jetzt auch mehr drin, ne? Der Keller bleibt aber schäbig, oder? Ja, der Keller bleibt schäbig. Okay. Aha. Gott made Satan. Aha. So. 58% Glauben haben wir jetzt. Also ich glaube bald. Wir sind auf einem guten Weg. Kirche sieht auch wieder wie neu aus von außen. Wie neu. So, okay. Wir müssen zum Casino. Wieso ist das Casino nicht auf der Map? Okay, wir gehen nochmal zum Casino. Warte. So. Da laufen die wieder rum. Kein Bock auf Schlägereien gerade, weil ich zum Casino will. So. Play in the Casino. Da sind die noch übrig. Sehr gut. Die haben überlebt. The Gang. Okay. Wir sind gleich da. Keine Sorge. Kleiner Spaziergang. So. Müssen wir wieder aufräumen da beim Casino? Nee, ne? Nee. Wir kommen einfach so rein. Okay. Ach doch, wir müssen wieder aufräumen. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Ach, scheiß drauf. Wir können ja auch so wegräumen. Hä? Wieso greifst du mich an? So. Rein da. Okay, also wir haben auch nicht mehr so viel Geld, ne? Wir müssen dann demnächst mal gucken, wo wir Geld herkriegen. Was ist denn das?
Ach, Wein für null? One bottle, no more. Für null haben wir gekauft? Warum für null? What happened to me? Was? Was spricht die Frau? Bin ich blind? Da geht's raus. Hier ist Roulette. I don't know what bit me. Bin ich gerade blind? Wieso komme ich hier nicht durch? Why? Ich meine, wir müssen ja jetzt verlieren, ne? Wir müssen eh hier dran wahrscheinlich, aber... Hä? Die andere Tür neben der Blonden, aber hier ist doch... Hier geht's wieder raus. What happened to me? Ach, hier. Ja, die Doppeltür war's. Ah, okay. Ach, Gott sei Dank. Okay, 500. Ich guck mal kurz. Jetzt haben wir 10 reingeworfen, ne? Was ist, wenn wir gewinnen? Was ist, wenn wir gewinnen? Verlieren wir dann alles, wenn wir gewinnen? Nur mal aus Neugier. Oh, wir haben jetzt wieder 800 gewonnen gerade. Jo, nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Jetzt haben wir 800 gewonnen. Okay, das zählt trotzdem. Wir müssen nur 500 insgesamt verlieren. Aber ich glaube, das dauert zu lange, ne? Ich meine, wir hätten gleich wieder fette Gewinne. Ah, naja, komm. Auf was habe ich ihn gesetzt? Ich spiele einfach nur so. Place your bet. Ach so. Ich habe gar nicht gesetzt. Ich würde sagen, komm, ich mache rot. Das geht ein bisschen schneller. Ich weiß, wie viel ich gesetzt habe. Ich habe keine Ahnung. Bin ich vom Fach. Aber es geht schneller als die Automaten drüben. Ich habe auch noch gewonnen. Okay, ich kann jetzt mit Doc Ferrato quatschen. War Doc Ferrato hier oben? Nee, ne? Hier war niemand. Gott. Warte mal, da liegt noch ein Hammer. So, warte. Die war unten, ne? Die war unten. Und zwar, wenn wir hier durchgehen. Hier? Ja. Entschuldigung, ich habe gewonnen. Mal wieder. Who's the champ now? Don't jump the gun, or you might get shot. Get shot! Oh. You got my attention. Happy? What do you want? Why are you avoiding me, you coward? I'm not. Quite the contrary. But I admit I don't have any idea. Instead of using your minions, fight me yourself. It won't change much. I cannot kill you, but I can humiliate you. You lost your face when I took your woman away. Now you will truly lose your face. Dear, is there a doctor here? I took care of the Orlok. You might find it funny, but he looks like some sort of a superhero to me. Now I can imagine what's hidden under this bandage. I just really like to fantasize. Was? Können wir uns hier sehen? Nee, ne? Oh, Alter, was ist denn hier los? Ach, das sind die Renovations. Backaltar, Pulpit. Okay, ein paar fehlen uns noch. Und hier fehlen noch ein paar Exorzismen. Okay. Auf Weapons, Equipment. Okay, wir wurden also niedergeschlagen. Boah, ich bin ganz ehrlich, der Alten mache ich das Casino leer. Der mache ich das Casino leer. Der Frau. Aber nicht jetzt.
wir könnten jetzt noch ordentlich Cash abräumen, ne? Oh, Melissa, ich meine. Remember that the game of self-esteem plays out only in your head. And I carefully secured this head. I return the favor. Come over. We should get to know each other better. If that's what you wish. See you later. You're blushing, aren't you? Perhaps. New Upgrade Weapon Blueprint. You can upgrade your equipment in the church basement. Ja, aber dazu müssen wir wieder ein paar Exorzismen machen. So, answer the phone. Face off, ich verstehe. Warte. Ich spiele nicht weiter, weil ich will dich auch nicht langweilen, ne? Mit dem Casino-Gambling. You Judas! You didn't keep our agreement! I'm solving your gambling problems in the same way you solved mine with hell. My own way. You have to reconcile with Mortimer. Or I will end your journalistic career page by page. I'm not going to sing a verse with this band, even if you were to impale me on a split. Guess I'm going to have to make some corrections to your biography. But perhaps it won't be needed. Just bad gambling. What else do you have the pulpit for? Pulpit? I don't have a pulpit, but it's high time to start giving orders. Okay, Diabletic Relevations, what? Talk to Bomba in front of the church. Who's the Pope now? I'm back. Weiter geht's. Rein in den Slot, sage ich. Rein in den Slot. So. Die hat uns platt gemacht, wir machen sie pleite. Ganz einfache Kiste. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Rein in die Slots. Wir haben schon haben wir gewonnen, Leute. Schon haben wir gewonnen. Das ist doch einfach Schicksal. Was sage ich denn? Das ist doch einfach Schicksal. So, erste Runde gleich wieder fette Gewinne drin und wir sind schon mal fast bei 3000, Leute. Einfach direkt schon die Gewinne drin. Hier leider nicht, aber was soll's, man kann nicht jede Runde gewinnen. Wenn man jede Runde gewinnen würde, dann wäre es ja kein Gewinn mehr, dann wäre es einfach noch Alltag. Und Alltag wollen wir hier nicht haben, wir wollen was Besonderes haben, was Exotisches, ja. Und hier schon wieder, ist das schon wieder Gewinn? Oh Gott, wir haben schon wieder gewonnen. 3700, ich kann gar nicht mitzählen, wie oft wir hier gewinnen. Es ist unfassbar, so viele Gewinne in so kurzer Zeit. Ich muss schon mit Gewinne pro Sekunde, GPS muss hier schon rechnen. Leider keine Gewinne mehr, natürlich nicht mehr die GPS. GPS nehmen natürlich ein bisschen ab. Man kann nicht immer Glück haben, natürlich. Sonst wüsste man das Glück ja auch gar nicht zu schätzen. Aber wir gehen nochmal rein. Unser Gameplay-Achievement haben wir auch gleich voll. So, hier nochmal rein und rein in die Slots. Let's go. Hier ist leider schon voll. Aber ist Wurst. Wir gehen nochmal in eine neue Runde rein. Hier, bum, bum, bum. Und rein mit dem Lachs. Einfach mit 10 Cent können wir hier einfach spielen. Das ist einfach ein Einsatz, der kostet fast nichts. Und wir haben bereits jetzt fast schon den Wert an einer kleinen Eigenheimimmobilie. Die wäre sehr klein, zugegebenermaßen. Aber die vergrößert sich natürlich mit der Minute. So. Hier noch einmal ganz kurz ziehen und wir spielen natürlich wieder drei Automaten gleichzeitig, weil es verdreifacht natürlich unsere Gewinnchancen. Wir machen das nicht einfach so, wir sind ja auch nicht süchtig, sondern wir haben das berechnet natürlich vorher, ja? Das ist alles höhere Mathematik, nur so können wir hier überleben natürlich, nur so können wir, sicherstellen, dass wir hier natürlich auch als Gewinner rausgehen. Wer das hier als Sucht sieht, der hat einfach keine Ahnung von der Materie. So einfach ist das doch, oder? Hand aufs Herz, ja? Es ist halt eine Wissenschaft und mit Wissenschaft kann eben nicht jeder. So, die Wissenschaft, hier, zack, da ist schon wieder Wissenschaft drin und hier kommt Wissenschaft rein und gleich kommt Wissenschaft wieder raus. Warst du nicht schon mal 5K? Wir haben gerade 10.000 Euro ausgegeben für Supplements, ja? Für unseren Body und schon wieder Gewinne drin. Wir sind schon wieder bei über 4.000, Leute. Wir sind bei über 4.000. Es ist unfucking fassbar, was wir hier einfach rausschleppen an Gewinnen. Ihr müsst bedenken, wir hatten ja vorhin schon 10.000, ja, die wir hier rausgenommen haben. Und jetzt geht es natürlich gleich weiter in Runde 2. Einfach nur, weil wir natürlich der Alten gar nichts gönnen, die das Ding hier gehört. Ganz ehrlich, die haben das Gesicht eingeschlagen. Ich bleibe auf meinen Krankenhauskosten sitzen und das muss einfach nicht sein, ja? Es ist ja auch irgendwie nur fair, wenn wir das machen, weil die Krankenkasse übernimmt es nicht, wenn man das Gesicht eingeschlagen bekommt mit dem Aschenbecher. Ich verstehe selber nicht, warum. Ich habe gefragt und es ist einfach 100% Eigenbedingens. So, wir gehen wieder rein. Und hier voll. Und ja, wir haben momentan, wir haben alle Supplements gekauft und noch ein paar Teile für die Kirche. Also, wenn wir hier spielen, ihr müsst bedenken, wir machen das ja auch im Auftrag von Gott.
Gott. Ja, das ist alles für die Kirche, alles für unsere gläubigen Schäflein natürlich auch. Es kommt also auch den Menschen zugute, ja? Nicht nur uns, wir spielen aber nicht nur für uns selbst, sondern wir spielen natürlich auch für die Menschen. Das müsst ihr bedenken, wenn die Kirche ausgebaut ist, dann haben wir natürlich auch einen neuen Hort, wo Leute natürlich jeden Sonntag kommen und beten können. BZW jeden Tag natürlich innerhalb der Öffnungszeiten, der gesetzlichen geregelten Öffnungszeiten. Das heißt, Mittagspause ist natürlich auch drin, weil auch als Priester muss ich natürlich ab und zu mal essen gehen. So, und hier haben wir gleich wieder eine neue Runde. Eine Sekunde, dann gucken wir nochmal ganz kurz. Hier auch neue Runde. Gambler haben wir gleich voll. Ich weiß nicht genau, ob wir das schon voll haben. Und das einfach nur noch immer wieder voll läuft. Ich kann es nicht genau sagen. So, und neue Runde, neues Glück. Weiter geht's. Immer noch über 4000, gar kein Problem. Wir kommen bestimmt gleich über die 5. Ich sehe es einfach. Ich rieche es bereits. Warte. Rein in den Lachs, immer noch über 4000. Warte, hier ist wieder eine neue Runde. Das ist aber gar kein Problem. Auch hier neue Runde. Eine neue Runde heißt eigentlich auch nur neues Glück. Ja, das heißt nicht, dass wir Pech gehabt haben, sondern wenn wir Pech haben, dann ist eigentlich nur die Chance auf ein neues Glück. So muss man ja auch sehen. Ja, man kann ja auch Pessimist sagen und sagen, ich habe alles verloren, ja. Aber alles zu verlieren heißt auch, das Leben mehr schätzen zu können und vielleicht auch wieder mehr Gewinne abzuräumen in Zukunft. Weil natürlich, wenn man so und so oft verloren hat, dann ist die Chance natürlich höher, dass man in der nächsten Runde gewinnt. Ihr wisst natürlich, wie es läuft. So, auch hier verloren, das ist eine Chance auf einen neuen Gewinn. Auch hier verloren, die Chance auf einen neuen Gewinn. Und wir haben gerade offenbar, ich weiß nicht genau, was wir gewonnen haben, ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben wir gewonnen, auf jeden Fall an Glauben haben wir gewonnen, ja. Man muss ja auch dran glauben, dass man gewinnt. Natürlich erhöht das auch den Glauben, wenn man das tut. Ist doch klar. So, wir sind immer noch über 4000, das heißt, wir haben immer noch Gewinn gemacht. Und jetzt mal über 5000. Über 5000 sind wir wieder. Leute, das ist unfassbar. Mit 10er Einsatz. Guckt doch mal, wie weit wir kommen. Das ist nicht nur Glauben an die Maschine. Wie gesagt, es ist Glauben an die Wissenschaft einfach. So ist es doch. 5800. Wir haben schon wieder gewonnen. Wir haben aber schon wieder gewonnen. Es ist unfassbar. So, hier, ich sage, jeder Verlust, Chance auf neues Glück. Ja, so geht's. Die darf man sich nicht versagen. So, ich habe das Gefühl, also, ich möchte ganz kurz ein Disclaimer, das ist alles nur Ingame-Kohle, ne? Ich würde das sonst nie machen. Ja, vielleicht ganz kleiner Disclaimer zwischendurch. Bitte hört nicht auf die Sachen, die ich sage, die sind alle nur Ingame. Ich bin ja auch Priester, das dürft ihr nicht vergessen. So, hier nochmal kurz halten. Ich rieche bereits, dass wir hier wieder einen Gewinner kriegen. Hier leider nicht. Und wir haben aber Gambler auf Stufe 13. Oh, schon wieder gewonnen. Wir sind auf 6000, auf über 6000 jetzt. Ein Träumchen. So, warte, rein da in den Lachs. Hier gleich wieder rein. Und ich habe das Gefühl, je mehr Gambler wir machen, desto mehr Erfahrung haben wir mit Gambling. Und desto mehr Gewinne sahnen wir natürlich ab. Also je mehr wir spielen, desto mehr gewinnen wir natürlich auch. Das ist doch klar. Ja, so funktioniert Casino doch immer. Das weiß man doch. Je öfter man in ein Casino geht, ja, desto glücklicher ist natürlich der Casino-Owner. So, desto mehr merkt er einen ja auch. Man will ja, dass Leute einen mögen, ne? Und deswegen ruhig, kannst du ruhig mal einen Taui im Casino lassen, wenn dich davor jemand mag, ist das ein guter Kurs, oder? Das muss man auch mal so sehen. Es geht ja auch ein bisschen um Menschlichkeit und nicht nur immer um Marktkapitalisierung, ja, oder Gewinnmaximierung. Das muss man auch mal so sehen, ja? So, prima. Dann hier einmal rein, ganz kurz. Und dann haben wir die Gewinne gleich wieder sicher. Und hier natürlich haben wir dreimal gewonnen. Jetzt müssen wir auch ein paar Mal verlieren. Das gehört einfach dazu. Aber das Verlieren ist ja nicht ganz so teuer. Dafür ist der Gewinn umso lohnenswerter. So, hier neue Runde, wie ich gerade sehe. Okay, das geht natürlich schnell, weil wir einfach auch sehr schnell sind. Und dann hier nochmal rein mit dem Lachs. Und wir sind immer noch bei 6500. Das ist super. Das kriegen wir sehr gut hin. Warte. Hier nochmal. Da auch nochmal rein. Und ich würde gerne... Oh, wir haben gewonnen. Wir sind über 7K. Wir sind bei über 7K. Es ist einfach ein Traum. Bum, bum, rein da. Und dann nochmal rein in die nächste Runde. Let's go. Dann hier nochmal gepresst halten. Ich presse es ganz fest, weil ihr wisst, ihr kennt das von der Fernbedienung. Je fester man die Knöpfe drückt, desto sicherer schaltet man das Fernsehprogramm um. Wenn die Batterie leer ist, einfach mal fester drücken, dann schaltet der Fernseher schon um. So. Hier aber nochmal, ich zieh nochmal, wer will nochmal, wer noch nicht, hier rein, nochmal den Lachs. Und ich glaube, wir sind gleich bei über 10.000, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es, oh, wir sind bei über 8.000, Leute. Wir sind bei über 8.000 und bitte sag mir nicht, dass das Zufall ist. Ja, das ist alles, wie gesagt, höhere Mathematik. Während die Räder hier drehen, berechne ich das alles. So, hier nochmal auf F drücken, so, und dann hier nochmal auf F drücken und hier nochmal auf F drücken, hier nochmal auf F drücken. Wenn man ins Casino geht, muss man einfach nur F drücken und schon gewinnt man. Ja, das ist die Formel, falls ihr selber mal vielleicht in Vegas seid oder so, einfach mal auf F drücken. Die ganze Zeit vom Automaten stehen und wundern, wo man F drückt. So, F steht für Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Die sind heute besonders fett. So, hier nochmal drauf drücken und nochmal rein. Sehr, sehr gut. So, hier neue Runde, neues Glück. Das kann man natürlich auch mal machen. So, wupp, einmal runter. Und genau, einmal F in Chat, einmal F in den Chat. Das ist einfach der Weg zum Gewinn.
So, einfach, wenn ihr mal irgendwelche Streams schaut, F in den Chat, einfach mal ein F da lassen für den Streamer und schon habt ihr auch menschlich gewonnen. Der Streamer freut sich, ihr freut euch, der Chat freut sich, alle freuen sich, dann haben wirklich alle gewonnen. Ne? Super easy, also F ist der Weg, this is the way. So, hier nochmal eine neue Runde, let's go. Wir sind immer noch bei 8000, knapp 9000 gerade. Ich glaube, wir kriegen es hin. Ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, dass wir es hinkriegen. Ich bin restlos überzeugt davon, dass wir es hinkriegen. Warte, warte, warte. Hier nochmal keine neue Runde. Einmal nochmal ziehen. Wir sind bei über 9000. Oha, wir sind bei über 9000. So schnell kann das gehen. Ist das nicht eine Freude? Ist das nicht wunderschön? Ach, guck mal. Wie wir wieder aus den Ruinen unserer Existenz emporgestiegen sind. Wie der Phönix aus der Asche. Ja, mit einem trauten Federkleid brennend aus dem Schwarz in das Dunkel der Nacht. So. Hier nochmal ziehen und dann hier nochmal halten, hier nochmal ziehen und hier, naja, das sieht noch nicht ganz gut aus. Drei Daumen nach unten, das gibt mir den Ansporn für die Zukunft, es besser zu machen. Das nächste Mal, ja, hier nochmal eine neue Runde. Das hat nicht ganz gereicht, aber wir machen hier nochmal, ach, neue Runde. Natürlich, eine neue Runde ist wie ein neues Leben. So, und das wollen wir natürlich auch anfangen hier, ne, mit den Gewinnen, wenn wir uns die auszahlen lassen. Dann loggen wir die ein und dann geht das ja ganz easy. So, und jetzt hier nochmal. Und ich glaube fast, wir sind gleich bei 10.000. 9.600 haben wir schon. Da fehlt nicht mehr viel. So, haben wir jetzt gedrückt, ich hoffe. Sieht gut aus. Jo, das sieht sehr gut aus. Hier nochmal drücken. Oh, wir haben gerade zwei Automaten, die gut laufen. Zwei Automaten mit einer sehr, sehr hohen Chance. So, hier nochmal drücken. Aber was heißt hier Chance, Pons? Das kann natürlich nicht immer funktionieren. Aber mit einer neuen Runde schaffen wir das natürlich. So, hier haben wir gewonnen. Wir sind bei über 10.000. Wir sind bei über 10.000. Wir haben es mal wieder geschafft. Es ist einfach unfassbar. So, so, aber das gibt uns natürlich nur den Ansporn. Wir können es immer schaffen, ja? Wir können es einfach immer schaffen. Man kann sich auch aus dem Nichts nach oben arbeiten, wenn man einfach nur F im Casino drückt. Es kann so einfach sein. Die Leute beschweren sich immer, ja. Ach Mensch, die Arbeit ist so hart, das Leben ist so schwer, der Urlaub ist so teuer. Ja, aber einfach mal ins Casino gehen und F drücken, das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Ich weiß ja nicht. Rufen Sie doch jetzt an, unsere Leitungen sind besetzt. Ein Vogel mit H. Ein Vogel mit einem H. Das ist doch nicht so schwer. Warte, warte, warte. Hier nochmal. Und dann kaufen Sie auch noch unsere Heilsteine. Mit den Heilsteinen sind Sie auch besser im Casino. Das ist natürlich klar. Die sind auch von Fortuna geküsst, genau wie ich es gerade bin. Ja, Sie sehen das gerade. Sie sehen das gerade, ich benutze gerade unsere sagenhaften Heilsteine für eine 89,90 gesegnet vom Elfenlicht, ja, von Lichtelfen. So, und wir gehen eine neue Runde und Sie können die Lichtelfen-Seife natürlich auch bei uns im Shop bestellen, gar kein Problem. Die ist gerade runtergesetzt von 129 Euro auf nur 89 Euro und diese Seife ist natürlich auch speziell nicht von Lichtelfen gemacht, sondern aus Lichtelfen gemacht, ja. Wir haben eine eigene Lichtelfen-Farm in Brasilien und da lassen wir die Lichtelfen natürlich speziell für diese Seife züchten. Und die werden dann einfach aneinander gerieben, solange bis Seife bei rauskommt. Und die können Sie natürlich hier für einen ganz schmalen Kurs erwerben und damit natürlich im Casino auch die richtig fetten Gewinne abfahren. Das ist doch klar. So, und so mache ich es ja auch gerade. Ich meine, das ist doch gerade der lebende Beweis, oder? Klar, es dauert manchmal ein paar Runden, ja. Ich habe nur eine Lichtelfenseife natürlich zum Testen. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. Je mehr Lichtelfenseifen Sie sich kaufen, desto mehr Glück hat man natürlich auch. Zumindest mehr Glück als die Lichtelfen, möchte ich sagen. Ja, mehr Glück als die Lichtelfen, die in der Seife stecken. So, weiter geht's. Hier nochmal zweimal auf die Taste gedrückt und ich glaube, wir haben es gleich. Gleich haben wir die neuen Runden geschafft. Vielleicht auch bei über 10.000 kann es sein, dass das Spiel vielleicht nicht will, dass man so viel gewinnt. Ich verstehe es natürlich schon, weil wir übermäßig viel gewonnen haben, auf jeden Fall. Aber auch das liegt natürlich an der Seife. Das ist unser besonderer Trick, aber das weiß hier niemand, ja? Den Leuten erzähle ich aus der Mathematik, aber es ist eigentlich die Seife. So, ich muss gleich mal was trinken. Hier neue Runde. Ich habe das Gefühl, über 10.000 wird ein bisschen härter. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht will das Spiel nicht, dass man über 10.000 macht. Ich weiß nicht. Something Skill, vielen, vielen Dank für die Gifted Subs. Vielen, vielen Dank für die Gifted Subs. Dankeschön. Ich werde natürlich den Gewinn aus den Gifted Subs gleich investieren in weitere Lichtelfenseife und somit auch weiter in meine eigene Zukunft. Aber ist euch aufgefallen, wenn man über 10.000 hat, verliert man hier sehr oft. Gefühlt, wir haben nicht mehr gewonnen, seitdem wir über 10.000 sind. Ich glaube, da ist doch ein Muster. Wahrscheinlich wollen die Entwickler nicht, dass man sich die ganze Kirche auf einmal kauft, sondern dass man immer hin und her laufen muss und dann erstmal wieder 10.000 macht. Und jetzt verliere ich die ganze Zeit. Merkst du es? Ja, merkst du es? Ja, ich habe gerade auch spirituelles Erwachen auf jeden Fall hier, wenn ich hier so ein bisschen drücke. Oder es kann auch sein, dass ich gerade natürlich ein bisschen am Sweaten bin. Natürlich, man ist auch ein bisschen nervös. Und die Lichtelfenseife vielleicht jetzt auch ein bisschen von ihrer Wirkung einbüßt. Ich weiß es nicht genau, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen, haben wir hier. So, warte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wir sind gleich wieder unter 10.000. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber wir gucken mal. Sobald wir unter 10.000 sind, müsste es eigentlich auch wieder funktionieren. Ich schau mal ganz kurz. Warte mal, hier, den hier und dann den hier drücken. Und dann würde ich sagen, oh, wir haben wieder gewonnen. 11.000. Gut, wir kommen nicht mehr unter 10.000. Ich glaube, wir kommen nicht mehr unter 10.000. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Ich habe mich wirklich bemüht, Geld zu verlieren, aber ich bin einfach zu gut. Es ist, glaube ich, wirklich die Magie der Lichtelfen, die mir hier die Gewinne in die Tasche skaliert natürlich. So, das ist einfach ein sichereres Investment als Krypto. Ja, man sieht es bereits. Und falls Sie vielleicht den einen oder anderen NFT zu Hause haben, bitte verkaufen und direkt ins Casino fahren. Ich glaube, es lohnt sich mit unserer Lichtelfenseife. So, wir können natürlich unsere Lichtelfenseife auch für Krypto kaufen. Ja, ist ein bisschen teurer, aber klar. So, dann hier drücken und dann hier drücken und dann nochmal hier drücken und dann drücke ich dich. So, wir haben wieder gewonnen. Wir haben zweimal gewonnen. Wir sind bei 12.000. Ein Träumchen. Dann lasse ich den Automaten nochmal ganz kurz. Und wir haben genug. Wir haben genug. Man muss wissen, wann man genug hat. Ich glaube, das reicht.